Hallo und grüße euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen. Es ist immer noch unser Spannungs... Der Spannungspart dieses Runs bis zum... Well. Ja, so viel zum Thema gefehlte Begrüßung. Es ist immer noch Spannung am Herumknistern, um es ein bisschen poetisch zu formulieren, weil der Abschluss der Malstrom-Kampagne bei uns gerade kurz bevorsteht. Wir haben da eine Siedlung von Magaron das letzte Mal ausradiert und haben eine Schlacht mit unserem anderen Dude, also mit Peter Seebeine im Süden, gemacht. Jetzt fehlen uns nur noch 400 Infamie, 401 Infamie, dass der Kerl da spawnt mit der letzten Strophe des Seemannsliedes. Dann wird... Oh. Okay. Ja, da bin ich doch ein Vollpfosten. Wer hätte es gedacht, hin und wieder ein bisschen in die... Hin und wieder ein bisschen in die, ein bisschen früher in die Siegbedingungen reinschauen, löst Probleme. Wer hätte es gedacht? Oder nicht, oder löst keine Probleme, sondern gibt Erkenntnis, sondern gibt Erkenntnis. Ach Gott. Ja, das habe ich wirklich verschissen. Aber gut, vielleicht ist es ja noch gut, vielleicht ist es ja noch gut, vielleicht kann man das ja noch essen. Du laufst jetzt jedenfalls mit da her. Kyrion ist da nicht in Sicht. Nope. Kein Kyrion. Okay, aber zuerst machen wir im Süden dann mal weiter. Birkelein. Wir fehlen ein paar Wächter der Tiefe. Leider Gottes. Okay, lassen wir das einmal und bleiben wir mal beim Seebeine-Peterchen. Dreizehn wird vermutlich für die angeschlagene Armee ein bisschen zu viel sein. Zandri ist auf jeden Fall leichter zu haben. Und ein Schrittchen noch. Aha. Hier. Hier auf jeden Fall zusammenlegen. Hier auf jeden Fall zusammenlegen. Du kommst weg. Trash Ahoy.
Ja, ist echt relativ dumm von mir, dass ich da nicht früher schon reingeschaut habe in die Siegbedingungen. Man lässt sich da ein bisschen von der Infamiewertung und von dem Wissen, dass man da bis ganz nach oben muss, ein bisschen blenden. Also ich habe mich davon echt blenden lassen. Man dachte, das ist das und fertig. Dann kommt man irgendwie schon zur Endschlacht. Aber da habe ich mich natürlich geirrt. Ist jetzt kein ultra wichtige Forschung mehr, wie ich finde. Okay, dann gibt es jetzt scheinbar doch keine weitere Schlachtfragezeichen. Ja, du marschierst hier auf jeden Fall mal da an die Grenze. Ja, leider Gottes. Ah! Okay, wir hätten jetzt Zaster dafür. Okay. Dann kommt die Garnison da mal raus. Und du kriegst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du kriegst auf jeden Fall noch einen hiervon. Einen davon. Und kommen nur einen monströsen Typen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er angreifen wird. Ich will da nur wassern, also ich mag ihn da nicht angreifen. Er wird das bei der Armee auch nicht machen, mich selbst angreifen. Weiß doch. Es ist eine Einladung und eine Freude, diese Armee vom Angesicht der Welt zu wischen. Kann man in der Situation gar nicht anders sagen. Ich verteidige gegen Khemri. Und würde gerne in die Escape-Taste gehen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Dann mit einem Quick-Save. Ja, danke. Mehr wollte ich gar nicht. Okay, er ist da. Super. Als ehemals berühmter Winzer aus Bretonia, ja, Bretone, ich wusste es, war hieß die, französisch, keine Ahnung, sorry, Aussprache, auf seinem Handelsschiff unterwegs, um Waren in die neue Welt zu bringen. Kurz bevor er sein Ziel erreichte, wurde er von einem untoten Schiff unter dem Befehl des legendären Piraten Rossov von Drak angegriffen. Als die Unlebenden Hiesdis Schiff stürmten und nicht eines seiner Besatzungsmitglieder verschonten, stellte er sich am Steuer seinem letzten Gefecht. Umzingelt und mit zwei Schwertklingen an seiner Kehle erhielt er ein Angebot von seinem Feind. Er solle sich im Untod als Vampir zu ihm gesellen und ihm als erster Offizier dienen. Hiesdi hatte unter den gegebenen Umständen keine andere Wahl und akzeptierte Draks Angebot. So diente er dem Vampir viele Jahre an Bord seines Schiffs und er lernte nicht nur das Piratenhandwerk, sondern auch jenes der schwarzen Magie. Hiesdi hatte allerdings immer auch seine eigenen Pläne, um zu wahrer Größe zu gelangen. Eines Nachts, als er mit Drak am Steuerruder stand, zog er seine Klinge und schlug seinem Meister den Kopf ab. Und so stand Hiesdi dort, während die Besatzung aus Skeletten zu Knochenhaufen zusammenfiel, nur um die leblosen Hüllen selbst wieder zum Leben zu erwecken und zu seinen Dienern zu machen. Als Kapitän des Schiffs und mit einer Besatzung aus Untoten begann er nun seine eigene Schreckensherrschaft.
hat jetzt 500 Infamie gebracht, die Schlacht. Spannend. Okay. Wo magst du wohl sein? Falls du gemeint bist. Damit. Ja. Also falls die Fraktion vom hieß, die Sibirn heißt. Okay. Kyrion ist da weiter in nicht in Sicht. Beziehungsweise nein, machen wir es mal anders. Machen wir mal wieder im Süden weiter. Dauert halt leider sehr lang, bis das wieder aufgefüllt ist. In der Zwischenzeit werden die überlegen, was ich mache. War nur ein Versuch. Nicht stocken, liebes Spiel, danke. Sorry, ich habe auf den Peter vergessen. Nur Peter, der macht später. Ah, cool, Loyalität nimmt nicht ab. Oder nein, lebensentziehend bitte. Du kannst hochepisch zurückkrabbeln ins eigene Territorium. Ja, wenn der seine Loyalität verliert, eigentlich ist der Kerl jetzt nicht mehr so vonnöten. Eigentlich könnte man den Kerl hübsch austauschen. Geben wir die Garnison mal wieder einen Auftrag, schauen wir mal, ob wir das Geld sonst noch für irgendetwas brauchen. Mhm. Ist aber sicher nicht rechtzeitig, um Gental zu verstärken. Wir werden da jetzt nämlich belagern. Leider Gottes können wir. Ah ja, du könntest. Du kannst ja eh die Garnison nicht angreifen, ist okay. Du kannst aber trotzdem da mal an Land gehen. Und du attackierst Gental. Wenn mich nicht alles täuscht. 199, können wir das in der nächsten Runde immer noch machen. Beziehungsweise, was würde denn abgehen? Wenn ich das automatisch machen würde. Ich weiß, wäre zwar eine fette Schlacht, aber es kommt noch was. Es ist die dritte Strophe des Seemannslieds noch zu haben. Also, es gäbe da schon ein bisschen was zu machen. Ja, zwei Einheiten verloren ist jetzt eigentlich sogar in Ordnung.
Klima wäre sogar passend. Ja, reiß nieder, komm. Zuerst mal das, was ich übersehen habe. Okay, das macht er. War das in der Runde, dass er das in Auftrag gegeben hat? Oder war das. Okay. Nichts fragen, nichts sagen. Oder stopp, stopp, stopp. Nimmt das nochmal kurz weg. 8, 9, 10, 12, 14. Ja, das geht sich aus. Das geht sich aus. Das geht sich aus. Okay. Die Ritualanzeige, also diese Rituallinien da sind auf jeden Fall jetzt mal weg. Wenn es denn wahr ist, war es das. Die Frage ist halt, ob das letzte Ritual von ihm schon ist, also ob diese Meldung ihm gegolten hat, oder ihr Fan gegolten hat. Das werden wir an dieser Stelle bald wissen. Laufen, bevor der dir noch läuft. Dann kann sie die nämlich mal den Kerl anschauen. Den Baron. Das Barönchen. Musikalische Tönchen. Okay, so viel dazu. Jo, und ab in die nächste Runde. Jetzt habe ich vergessen, mit Noctilus nur einen Wächter der Tiefe zum rekrutieren. Schade. Das dauert ja zwei Runden. Ja, ich glaube, das muss ich nochmal laden. Tschüss. Ich nichts wollen von dir. Ja, ich lade das noch einmal. Ich muss da Einheit Wächter der Tiefe noch einen Auftrag geben, beziehungsweise irgendeine zweite Einheit noch für als Ersatz für die verlorenen Leitheimsucher. Maximum Powerplay. Hat jetzt aber echt gut funktioniert, also innerhalb von diesen paar Runden, seit ich jetzt geladen habe, welches Mal laden meine ich wohl, hat aber echt gut funktioniert, sich das Infamie zusammen zu grasen. Das Infamie, die Infamie. Okay, Geld. Genau, das ist nicht. Wäre natürlich auch spannend gewesen, aber ja, zumindest mit Noctilus für die Wächter der Tiefe. Aber so war meine Erfahrung schon so, dass solche Spezialeinheiten, vor allem beim Goldorden mit Balthasar Geld, ist mir das aufgefallen, dass solche Spezialeinheiten für das, was sie können, viel zu teuer sind. Viel zu teuer. Ah, lokal sogar. Hihi. Schön.
Ja, Artilleriehorde. Ich haben wollen. Die Frage, ob man die gegen die Musketentypen austauschen sollen. Aber ist ja wurscht. Bleiben wir mal so. Bleiben wir mal so unterwegs. Okay, ja, passt. Jetzt. Ja, das hatten wir schon. Da wurde uns die Einheit wieder angegriffen vom Berg, ist klar. Das wird wahrscheinlich wieder ordentlich reingehauen. Mhm. Schaut ganz so aus, als würde man wieder mal Lashik und die Zauberinseln abgenommen bekommen. Sagenhaft. Jo. Wir verduften. Du kannst den vermutlich wieder nicht. Ja, klar. Ich weiß, es bringt nichts, aber. Dass der auf normal so verbissen, dass man auf normal so verbissen sein kann. Sagenhaft. Oh, die Garnison in den Elfenruinen aus. Meine Güte. Meine Güte. Die Frage, was wir mit Noctilus jetzt machen. Wir werden auf jeden Fall mal die Runde abwarten. Wenn wir in der nächsten Runde verloren haben, dann. Oder wenn wir demnächst verloren haben, dann war diese Ritualmeldung wirklich auf eine andere Fraktion bezogen. Weil das ist jetzt natürlich. Das ist jetzt geschafft. Wir lassen den einfach mal stehen und bauen das Ding aus. Kriegst du Verstärkung da? Ja, du kriegst leichte Verstärkung. Und der da wird, könnte ich mir vorstellen, eine Mischung aus eben Vampirküsteneinheiten und Bretoneneinheiten haben. Also vermutlich ein Necrofex-Koloss, vermutlich einen verwesenden Leviathan und Gralsritter. Irgend sowas. Oder besser Pegasus-Ritter. Irgend sowas. Die Creme de la Creme. Creme der Creme der Creme. Creme der Creme. Und? Okay, wir sind noch im Geschäft.
Das erfreut mich zutiefst. Okay. Ja, vielleicht, dass man da irgendwo an Land geht, da in diesem Flussdelta, schauen, mit bitte Blick rechts für Lachique, nur um Lachique frei zu boxen. Mit ein bisschen Klick, mit ein bisschen Klick an jetzt. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall dürfte man weiter im Geschäft sein. Was 10 Runden her ist, dass wir diese Meldung bekommen haben. Das nächste braucht 3000. Das heißt, dafür muss man wieder irgendwas aufgeben. Nip. Du da bist wichtiger. Optik könnten wir aufbauen. Warum nicht? Komm. Wenn wir schon die Kohle in Graf Noctilus reinstecken, dann kann man das auf jeden Fall auch weiterhin machen. Genau, das war ja keine Schlacht. Vielleicht ergibt es da unten noch eine Schlacht, dass man uns weiter auffüllen kann. Ich habe wirklich den Eindruck, wenn man mit Graf Noctilus so Kampagnenobjekte farmt und eine Schlacht bekommt, dass man dann hinterher mehr, also dass man sich dadurch Verstärkung holen kann, auf gut Deutsch. Dass man hinterher dann mehr Lebenspunkte oder eine besser aufgestellte Armee hat als vorher. Hin und her und her und hin. Kommt aber einen noch nicht ran. Das heißt. Wir lassen das mal so. Und verschwinden in der nächsten Runde. Fragezeichen? Ja, ich denke schon. Ja, obwohl. Die Frage, ob er dann angreift. Wird das gehen? Du marschierst da, holst aus seiner Reichweite raus. Ein bisschen, um sie auf die richtigen Schlachten zu konzentrieren und nicht die Schlachten zu machen, die ohnehin nicht unbedingt was bringen. Also nix bringen fürs Gesamt, fürs Endergebnis, fürs Fertigwerden. Okay, dann ist das Ende, das ich mit den Speicherungen einläuten wollte, eigentlich schon mal nicht so gekommen. Ich lasse die Speicherung mit Runde 192 jetzt mal, falls man die wirklich noch braucht, und ich nehme die mit 194 mal zum Überspeichern. Dann schauen wir, was passiert als nächstes. Jip.
Okay. Immer mehr Infamie, immer mehr Infamie. Ja, meine Annahme mit Necrofex und Leviathan war gar nicht so falsch. Die Einschätzung ist aber trotzdem gar nicht mal so übel, muss man an der Stelle auch sagen. Artilleriehorde, Prometaner, Gruftschrecken, Wargeist, ein Wargulf, Jagdschrei, Flederbestie, Sensenreiter, ein Leviathan. Verfluchte Gespenster, okay. Also Mischung aus Vampire und Vampirküste. Doch keine Bretonen. Doch keine Bretonskis. So, was machen wir mit dir? Schauen wir mal. Mhm. Du bringst Geschwindigkeit und Gelände erfahren. Mhm. Ben. Waffenstärke. Ist doch was Schönes. Charlotte. Kriegt einen Angriffsbonus. Und der Berg. The only one. Berg Black. Da. Wir riskieren es jetzt mit Durchfahren. Durchs Riff. Straße der Haie. Ja, super. Super. In der nächsten Runde ist die Armee voll einsatzbereit. Schauen wir mal, ob er uns Zeit lässt, dass wir den Zauberinseln zu Hilfe kommen können. Beziehungsweise eigentlich kann man ja die Zauberinseln sogar überlassen, Lashik, und sich derweil den Kumpel da oben holen. Wird sich weisen, ob dieses Power, ob das dann notwendig ist, das auf maximaler Effizienz zum Rocken zu machen. Du Kumpel. Du greifst den auf jeden Fall mal an, das dürfte ihn ärgern. Ja, das hat ganz gut weh getan. Ja, komm, wassern. Kampf bitte. Und den Flaggschiff-Ausbau. Das ist Gaga, da kriegen wir keine Verstärkung. Das ist Gaxi. Leider Gottski, keine Verstärkungski. Aber gut. Wir sind schon wieder gut in der Zeit. Wir nähern uns, glaube ich, schon langsam 40 Minuten.
Das ist eigentlich sonst nicht das, was ich so gerne, was wir so gerne haben, also nicht unsere Standardlänge, wollte ich damit sagen. Gut, mehr Action beim nächsten Mal. Bis dorthin bleibt nur noch zu erwähnen. Grüß euch und tüdelü.